Lederrüstung. Brauchen wir nicht. Hier ist auch nichts, was wir brauchen. Zum Glück sind sie ja in Baldur's Tor 2, in Baldur's G2 auf 40 stackbar. Armbrüste, Crossbows, Schleudern und so weiter. Okay. Es läuft nichts leichter als das. Dann würde ich vorschlagen, wir erkunden das Gebiet hier zu Ende. Finden hoffentlich eine Spelunke zum Schlafen. Oder eine Taverne ist besser als eine Spelunke. Beinahe unter meiner Würde. Vielleicht hier gleich nebenan. Das sieht auf jeden Fall beleuchtet aus. Ich hab genug davon. Ihr habt so gut ich kann. Quicksave vorher mal. Du bist ja ein komischer Kopf. Hier lang. Was? Beinahe unter meiner Würde. Und dann hier rein. Gut. Eine Diebin. Nett, dich kennenzulernen, Freund. Sehr freut, Cordius, mein Name. Gut. Du bist alleine hier. Du scheinst aber etwas wichtiger zu sein. Nee, du bist nicht alleine hier. Okay, den beiden gucken wir nicht weiter zu. Das ist anstößig. Und hier ist auch nichts. Okay. Wieder runter. Nichts leichter als das. Und Haus hier. Nichts leichter als das. Du siehst aus wie ein größeres Haus. Jopalins Taverne. Ah. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Ja, gucken wir mal hier rein. Wir schlafen hier eine Runde. Beinahe unter meiner Würde. Seemann L. Also, Kumpel, hör zu. Welcher Fisch ist den ganzen Tag besoffen? Der Blaufisch? Der Blauhai. Haha, ihr seid eine typische Landratte, Kumpel. Seemann Finch. Finch, sie sprang mir von der Angel. Sie sprang mir von der Angel. Doch eines Tages, das weiß ich, habe ich dieses Fischlein ganz für mich. Okay. Seemann Jos. Was tut man mit einem betrunkenen Seemann? Was tut man mit einem betrunkenen Seemann? Was tut man mit einem betrunkenen Seemann? Ganz früh schon am Morgen. In Kiel holen. Seemann Dan. Hallo Freund, setzt euch hin und dann wollen wir zusammen zechen. Wir alle hier sind Seeleute von der gähnenden Meere. Die werden des Ausgangs gerne mal an Land ihre Leber testen. Ach, die gähnende Marie. Ups. Die gähnende Marie? Ja, ist ein schönes Schiff, das sich schnell vorwärts bewegt. Ein besseres hat es nie gegeben. Das schwöre ich. Wir sind sogar schneller als Baldoran höchstpersönlich gesegelt und warten immer noch auf eine neue Herausforderung. Ja, du hast einen Schips. Ich habe halt oder erzählt mir doch was von was ich euch in meinem Gasthaus, was euch in mein Gasthaus geführt hat. Meine Gäste sind hier immer gern gesehen. Ich habe halt oder zwei Münzen, die mir ein Loch in den Geldbeutel brennen. Lasst sie, was ihr anzubieten habt. Einmal königlich rasten. So, dann identifizieren wir ihn mal. Waffenfertigkeit. Oh, solche haben wir schon mal, oder? Waffenkunst. Ah. ETW und Schadensbonus. Waffenfertigkeit bringt nur ETW. Hm. Fähigkeitshandschuhe, der zweite Schwertarm des Xanus. Der bekannteste Besitzer dieser Handschuhe war vermutlich ein Söldner namens Xardus. Seine Spezialität war der Schmuggel und er verlieh diese Handschuhe häufig an Kunden, wenn sie mit ihm reisten. In seinen Augen konnte man einen zusätzlichen Schwertarm immer gut gebrauchen. So, und jetzt das Ding hier. Das typische das Geschicklichkeitshandbuch. Und dann können wir ihr die magischen Geschosse wiedergeben. So. Mehr Weisheit wird definitiv nicht schlecht. Dann kriegen wir nämlich Bonuszauber bei Talisa. Aber das Weisheitshandbuch kriegen wir auch demnächst, ja. Jedenfalls das erste.
So. Ja? Was wollt ihr? Talisa? Geschicklichkeit wurde auf Dauer um einen Punkt gesteigert. Nicht leichter als das. So, die Taverne hat nur eine. Ich glaube, wir haben ein bisschen Schwips. Die sind immer nur am Saufen hier, hä? Du bist ein Bürgerlicher. Oh, sehen wir nett. Mit dem haben wir noch nicht geredet, oder? Weil er ein ganz flotter Kerl ist, weil er ein ganz flotter Kerl ist, weil er ein ganz flotter Kerl ist, was niemand bestreiten kann. Was niemand bestreiten kann, was niemand bestreiten kann. Oh. Singt das nicht noch einmal. Wir haben es so sehr gemocht. Wir müssen es noch einmal hören. Flotter Kerl, singt das Lied noch einmal. Flotter Kerl, singt das Lied noch einmal. Wie oft kann ich das hören? Ich mache das jetzt ein paar Mal. Das könnte nämlich auch so eine Sache sein wie bei Nooper. Den man in Naschke getroffen hat. Den muss man nur oft genug anquatschen. Da kriegt man Erfahrungspunkte. Nein. Nein. Okay. Tschüss. Bei dem klappt das wohl nicht so. Hey, jetzt sind die Straßengeschäftiger. Wir können zurück in das erste Lagerhaus hier, was noch offen steht. Und der Frau ihre Panzerhandschuhe wiederbringen. Eine Kurtisane und ein Junge, was macht ihr da? Hey, wenn du hier landen willst, musst du erstmal was locker machen. Verlierer, 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 Verlierer. Kriege ich einen Lutscher? Nein. Okay, das ist eine ziemlich fragwürdige Szene, aber auf die will ich mir nicht mehr eingehen. Nichts leichter als das. Seid mir gegrüßt. Oh, hier sind auch mehr Arbeiter. Ihr habt meine Handschuhe gefunden und ich dachte schon, sie wären für immer verschwunden. Ihr nehmt zur Belohnung etwas von diesem Improvisionstrank. Ich bin mir sicher, dass ihr irgendwann dafür Verwendung haben werdet. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Zwei Improvisionstränke. Das steht im Tagebuch. Norali, eine halbelfische Kämpferin, Bardos Tor. Oh, da steht nichts Neues. Nee, steht auch nichts Neues im Tagebuch. Ja, nichts leichter als das. Nur, dass wir 1000 Erfahrungspunkte gekriegt haben. Jo. Das wird immer mehr. Jetzt sind es nur noch 12.000, 17.000. Gut. Gorain wäre auf eure Taten stolz. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Und 17.000 dürften wir noch locker zusammenkriegen hier im Baldur's Tor. Wir haben immerhin für den Basilisken 7.000 gekriegt, also über 1.000 für eine Person. Sagt, was ihr wollt. Von dir? Du bist nur ein Bürgerlicher. Ich habe ja das Gefühl, die richtigen, wichtigen NPCs, in Anführungszeichen, stehen nicht nur doof rum. Oh. Hier gibt es auch noch was zu erkunden. So, ich kann hier lang, aber ich will zuerst den unteren Ring ganz absuchen. Wobei ich da den Tempel der Wasserherrin mal lieber auslasse. Ich meine, wir haben schon, hatten schon genug mit Amberlie zu tun, auf dem Weg nach Baldur's Gate. Da will ich mich nicht jetzt noch... Die Tür ist schon aus den Angeln gerissen, ja. Oder fällt schon aus den Angeln, also wohnt da keiner mehr drin. Tag 95. Wir müssen bis über Tag 100 warten, bis wir in Berigost die Rüstung abholen können. Aber hey, wir könnten mal ein bisschen heilen. Sicher ist ja, sicher. Allgegenwärtige Autoritätsperson. So. Was? Du heilst dich auch nochmal selber. Mit Rüstungsklasse minus 4 bist du jetzt ein ziemlich guter Tank eigentlich. Ja, beinahe unter meiner Würde. Auf jeden Fall.
könnte hier fast schon den Ankeck-Panzer dann geben. Dann kriegt sie nur minus 1 Verlust. Könnte aber mehr mit sich rumschleppen. Ah, werde ich mal sehen, wenn es soweit ist. So, da hinten haben wir uns umgeschaut. Hier. Dann gucken wir uns noch in dem Fitzel um. Weil hier unten ist der Hafen, da können wir uns nicht umgucken. Okay, das sieht... Oh, du siehst interessant aus. Niemand ist gezwungen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Ja, Hira, meine Liebe, ihr strahlt wie eh und je und eure Augen leuchten vor Freude. Und euer Mündel, Gorions Kind, ist es das dort drüben? Ach, das Kind hat ein reines Antlitz und ich fühle, dass ein reines Herz in seiner Brust schlägt. Talisa erlaubt ihm, mir mich vorzustellen, ich bin Entilis Fulsom von den Hafnern, ein Freund eurer Freunde und eures Ziehvaters Gorion. Ja, was hat wohl Yahira mit den Hafnern zu tun? Yahira ist eine alte Freundin von Gorion, so viel wissen wir. Aber dass sie eine Hafnerin sein soll oder mit den Hafnerinnen was zu tun hat? Ein Freund des guten Kaldes ist auch immer ein Freund von mir. Wir sind gute Bekannte, Entlis. Ja, wir lassen Yahira einfach mal außen vor. Nein, machen wir nicht. Ich fühle mich geehrt, Hafner. Ihr scheint meine Lage besser zu kennen als ich. Habt ihr einen Rat für meine kommenden Aufgaben? Nein, die Ehre gebührt euch, Talisa. Ihr seid jemand ganz Besonderes und das wiederum bringt euch leider in große Gefahr. Ich würde euch so gerne mehr erzählen, aber ich fürchte, das darf ich nicht, sonst gefährde ich euch noch mehr. Wenn ihr gegen den Eisenthron erfolgreich sein wollt, so wisst, dass ihr hier in der Stadt Skar und Herzog Ethan vertrauen könnt. Die beiden zur flammenden Faust gehören. Sie sind tüchtige Männer und unsere Freunde. Aber ich verweile schon zu lange an anderen Orten, es gibt es wichtige Dinge zu erledigen. Gut euch zu treffen, Talisa. Tragt Sorge um Yahira, denn ich habe sie schon in meinen Arm gehalten, als sie noch ein Kleinkind war. Okay, der Mann ist ziemlich alt. Es scheint, meine teuren Freunde Khalid und Yahira sind bei den Hafnern. Dop, dop, dom, jetzt kommt's raus. Ich bin geehrt und mehr als ein bisschen eingeschüchtert, dass ich diese Aufmerksamkeit verdiene. Eine ihrer Landsleute, ein netter älterer Herr namens Entilis Fulsom, scheint gut über die Untersuchungen, die ich zum Eisenthron angestellt habe, informiert zu sein. Hat Yahira dem heimlich Briefe geschrieben, während wir in Tavernen waren? Hm? Er hat mir die Mithilfe von Skar und Herzog Entan empfohlen. Zwei Männer, die Verbindung zu den ehrenhaften Söldnern der flammenden Faust besitzen, hier im Baldur's Tor. Aber Hafner selbst, warum erzählt mir nie jemand so etwas? Ja, das frage ich mich auch gerade. So, das hier, was ist das ja. Hier? Ist das das Tor nach Norden? Na, das ist irgendein Tor. Hallo, Leute. Okay. Ja, das Haus hier sieht noch wichtig aus. Gucken wir uns mal das Haus hier an. Ja. Ja. Ja, ja. Also ja, ist schön, dass die Stadt so lebendig wirkt. Verschlossen. Ihr benötigt etwas, Fremde? Dieses Haus ist verschlossen. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Gucken wir mal da rein. Ich gehe wieder raus. Nichts leichter als das. Ihr kleinen rosa Wesen, ihr müsst alle sterben. Der Sohn des Todes bietet 10.000 Goldmünzen für das Lieders Kopf und wir werden ihn. Und die werden wir uns verdienen. Okay. Du wirkst sofort furchtbar. Wow. Ja. Das finde ich nicht so gut.